Riley und die Gefühle machen ein Picknick. Willst du beispielen? Wo gehst du hin? Ein Schild? Da steht, wir sollen hier lang gehen. Das muss ich mir ansehen. Vier Türen mit Elementsymbolen. Welche soll ich wählen? Für welche Elementarkraft würdest du dich entscheiden? Schreibe einen Kommentar. Wasser, Erde, Luft oder Feuer? Ich versuche es mit Luft. Was für eine Brise. Nein, nichts für mich. Vielleicht Erde? Die Natur meint es nicht gut mit Riley. Wie wär's mit Feuer? Wo bin ich? Zeit, die Kraft des Feuers zu nutzen. Eine neue Frisur. Perfekt. Jetzt noch das Gesicht neu schminken. Wow, das sieht wild aus. Betone die Augen. Nähe ein neues Oberteil. Probier es an. Nice. Nimm braunen Stoff. Geraffte Falten. Neue Shorts. Eine feurige Krawatte. Nicht übel. Dankeschön. Die Macht des Feuers gehört mir. Hey Leute, was für eine Verwandlung. Schaut her. Das ist so cool. Das ist noch nicht alles. Ich mach den Kamin an. Oh, nur ein Kamin? Das kann doch jeder. Jetzt die Kerzen. Das Feuer ist zu groß. Das ist gefährlich. Guck mal, lösch die Kerzen mit ihren Tränen. Nicht weinen. Siehst du? Kein Feuer mehr. Ich will auch Kräfte. Bring uns dorthin. Let's go. Go, go, go. Schnapp dir ein paar Knöpfe. Wähle ein. Feuer, gib mir Kraft. Benutze klaren Nagellack. Füge eine Kette hinzu. Die Elementanhänger sind fertig. Zähle, wie viele Anhänger wir gemacht haben. Stimmt. Vier. Wir sind da. Ich bin Luft. Das Element hat Freude akzeptiert. Und ich werde Erde sein. Freundliche Äste. Komm mal, bekommt Wasser. Und hier sind die neuen Elemente. Erde, Wasser und Luft. Ja, super. Die Emotionen haben ihre Anhänger. Außer Freude. Was? Wo ist meiner? Die Elemente testen ihre Kräfte. Nichts funktioniert. Was sollen wir tun? Kräfte brauchen Übung. Das hier nehmen wir. Mache ihn größer. Drücke das Blatt flach. Nimm eine Schere. Schneide ein Stück Schaumgummi aus. Runde Stücke. Klebe es in die Mitte. Biege die Ecken nach innen. Kreise sind so lustig. Ein Windrad. Kinder spielen fröhlich auf dem Spielplatz. Wie aktiviere ich meine Kräfte? Hey, kann ich mir dein Spielzeug ausleihen? Bitte. Klar. Oh, du bist aber lieb. Freude ist bereit. Und das Windrad auch. Hier kommt die Luftmagie. Was ist denn los mit dir? Das Kind läuft dem Hund hinterher. Vorsichtig! Da ist die Straße! Ein Auto! Nein! Schätzchen, bist du okay? Freude hebt das Auto in die Luft. Wow! War ich das? Die Macht der Luft ist erwacht. Jemand beobachtet heimlich Freude. Lass uns ein Auto aussuchen. Entferne das Verdeck. Schneide den Überschuss ab. Füge dieses Teil hinzu. Bemale es mit Acrylfarbe. Ein bisschen Rot. Und zum Schutz. Befestige den Griff. Der Rasenmäher ist bereit. Was für ein verwilderter Garten. Was ist denn das? So ungepflegt. Oh, alles ist vertrocknet. Ekel ruft die Magie der Erde herbei. Die trockenen Äste sind verschwunden. Alles wurde grün und blühte auf. So schön. Das habe ich toll hingekriegt.
Oh, der Hausbesitzer ist da. Was machst du in meinem Garten? Mir hat es so gefallen, wie es war. Was für ein unverschämter Kerl. Ich wollte doch nur helfen. Ich kümmere mich selbst um den Rasen. Das werden wir ja sehen. Alles erledigt. Das glaube ich nicht. Das Gras ist nachgewachsen. Was für eine Magie ist das denn? Schon wieder mähen. Alles erledigt. Sollen wir es nochmal machen? Ach, wirklich? Der mysteriöse Beobachter ist auch hier. Yummy. Lea, nimm weiches Material. Schneide es mit einem Messer. Wicke einen Behälter ein. Lege den Boden aus. Aufkleber mit Meeresbewohnern. Dekoriere die Wände. Zeit zum Schwimmen. Wir brauchen Wasser. Lasst es uns auffüllen. Dreh den Wasserhahn auf. Huh? Nur ein Tropfen? Was machen wir denn jetzt? Wir wollen schwimmen. Guck mal, ist da. Oh, die armen Kinder. Wow. Oh, was ist denn da drüben los? Ja, ich will. Oh, mein Schatz. Wie romantisch. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Kuma weinte eine ganze Pfütze. Ich habe eine Idee. Die Kinder haben sich etwas einfallen lassen. Der Pool ist jetzt mit Wasser gefüllt. Oh, ihr Kinder seid so süß. Wollen wir zusammen spielen? Kuma hat die Kinder aufgeheitert. Er beobachtet die Elemente. Schnapp dir Papier. Zeichne Rechtecke. Falte sie. Du brauchst noch ein paar mehr. So viele. Du brauchst ein Buchrücken aus Schaumgummi. Schreib einen Titel. Fixiere das Buch. Schließe es mit einem Band. So viele Wünsche. Der geheimnisvolle Beobachter ist da. Er sammelt Fotos von den Elementen. Es ist Neid. Mein Tagebuch der Pläne. Ich füge einen neuen Eintrag hinzu. Die ganze Magie der Elemente wird mir gehören. Ich brauche nur einen Plan. Aufgepasst, Mädels. Ich brauche diese magischen Anhänger. Ich werde eure Kräfte stehlen. Ich werde unbesiegbar sein. Hey! Aus dem Weg. Wow, sie ist so stark. Ups, da ist kein Wasser mehr drin. Brauchst du Wasser? Hier ist es. Das wird ein Spaß. Die Anhänger warten auf mich. La, na, na. Ich werde so berühmt sein. Na, na, na. Was können wir verwenden? Eine Flasche. Bemale sie mit Acrylfarbe. Verbinde die Teile. Bringe Schaumstoffkreise an. Füge die Düse hinzu. Die Freunde machen eine Pyjama-Party. Wie findest du meine Haare? Wow, so hübsch. Eine frische Maniküre. Dankeschön. Alle haben Spaß. Huh? Wer ist das? Wir erwarten niemanden. Hey, ich habe Pizza mitgebracht. Dich haben wir nicht eingeladen. So aufdringlich. Danke, aber wir haben unser eigenes Essen. Was ist mit Pizza? Nein, danke. Sicher? Karotte? Wie geht? Wie wär's damit? Was ist das denn? Nein, der gehört mir. Neid kennt keine Gnade. Die Anhänger der Mädchen flogen davon. Und die Emotionen verloren ihre Magie. Nimm etwas Ökoleder. Zeichne die Muster nach. Schneide entlang der Kontur. Nähe von Hand. Füge einen Griff hinzu. Goldene Pappe. Ein modisches Logo. So luxuriös. Envy bereitet sich auf ein Date vor. Ich muss die Schönste sein. Ein bisschen Lippenstift und die Frisur zurechtrücken. Du siehst toll aus. Endlich gehören alle Elemente mir. Fertig. Die teuerste Handtasche in meiner Sammlung. Zeit zu gehen. Der Typ wartet schon auf mich. Ich bin fast pünktlich. Das Wichtigste ist, einen großen Auftritt hinzulegen. Geh zur Seite. Hey. Hey, pass doch auf. Entschuldigung. Hi.
Wow. Du siehst umwerfend aus. Das ist für dich. Dankeschön. Setz dich. Erzähl mir von dir. Nun, ich bin die Schönste, die Beliebteste und die Reichste. Hey, hörst du mir zu? Soll ich ihn mit Magie aufwecken? Elemente zu vermischen ist keine gute Idee. Eine Flosse? Schatz, keine Panik. Das kriegen wir schon hin. Die Emotionen haben Neid aufgespürt. Alle sind hier. Rennt! Schnapp dir einen Luffer. Entwirre ihn. Nimm ein Stück. Nimm eine Schnur. Pferde sehen die Falte ein. Das Netz ist fertig. Ich fange sie. Wo gehst du hin? Mit deiner Flosse kommt man nicht weit. Warte! Neid verliert die Kontrolle. Wie wär's mit ein paar Ranken? Wir holen uns unsere Kräfte zurück. Nicht mit mir. Du hast alles ruiniert. Diese Pflanze muss beschnitten werden. Wer wird gewinnen? Hab dich. Die Kraft der Luft. Wisch deine Tränen weg. Ich wisch diese Pfütze auf. Schnell, das Netz. Na, hattest du deinen Spaß? Bist du okay? Danke. Ihr seid meine Helden. Und jetzt gib uns unsere Anhänger zurück. Hier. Bitte, verzeiht mir. Ich war einfach so neidisch auf euch. Die Arme. Wir sollten ihr helfen. Die Macht der vier Elemente. Das ist dein Anhänger. Zauber der Liebe? Jetzt bist du nicht mehr allein. Komm schon, komm mit. Und wie die Blumen duften. Nimm sie. Ja, ich bin allergisch. Es fängt an zu regnen. Ich werde nass werden. Oh, ich liebe Pfützen. Ah, Spritzer. Du bist ja ganz nass. Schnell nach Hause. Mir ist kalt. Ich mach Tee. Heiß. Ich trockne mich vorher ab. Oh, so ist es besser. Entspann dich. Ich kann mich nicht entspannen, wenn ich so aussehe. Oh, wer ist das? Oh, ich kann nichts sehen. Zeichne die Augen. Mache einen hohen Pferdeschwanz. Nimm orangefarbenen Stoff. Nimm auch einen Marker. Erstelle den Umriss. Probier es an. Mache noch Details für den Pullover. Zeichne die Streifen. Zieh ihn an. Oh, oh my. Oh, bekomme ich ein Baby? Schicke Ohrringe. Angst, du bist soweit. Oh, no. Oh nein, ich bin spät dran. Was ist, wenn sie mich nicht erwarten? Was ist, wenn sie nicht zu Hause sind? Soll ich reingehen oder nicht? Wer ist da? Oh, Angst. Ja, du bist Mom. Ja. Wir müssen sofort darüber reden. Komm und setz dich. Ich nehme den Kuchen. Du musst bald ins Krankenhaus. Oh, ich habe Angst vor Ärzten. Lasst uns Tee trinken. Wer will welchen? Ich bitte. Schreibe die Namen aller Figuren in die Kommentare. Bist du aufgeregt? Ich habe keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. Du wirst eine tolle Mom sein. Lass uns essen. So delicious. Ich fühle mich nicht gut. Mein Bauch tut weh. Hat mein Kuchen das verursacht? Hallo, Krankenwagen? Wir brauchen dringend Hilfe. Ich bin hier. Was ist denn los? Mein Bauch tut so weh. Wir sollten eine Ultraschalluntersuchung machen. Mal sehen. Du bekommst ein Baby. Was? Echt? Du wirst auch eine Mom. Zwei Babys. Glückwunsch. Hurra. Wir kriegen Babys. Drei Mamas. Welches Papier soll ich wählen? Schneide Streifen ab. Schnapp dir ein Plastikei. Vergrößere es. Wickel es mit Papier um.
ein niedliches Gesicht. Die Avocado-Pinata ist fertig. Die Geschlechtsenthüllungsparty kann beginnen. Freude! Glückwunsch! Wir haben Geschenke mitgebracht. Thank you. Was für ein süßes Bäuchlein. Darf ich hier sitzen? Oh, warum so nah? Oh, es ist zu voll. Lasst uns das Geschlecht des Babys herausfinden. Oh, vorsichtig, du solltest dich nicht überanstrengen. Du wirst dem Baby noch wehtun. Mach dir keine Sorgen. Ich kann gar nicht hinschauen. Es ist ein Mädchen. Oh, was für ein Chaos. Ich bekomme ein kleines Mädchen. Eine Süßigkeit. Direkt vom Boden. Oh, mein Bauch. Ich glaube, es fängt an. Oh, was soll ich tun? Ja, das Baby kommt. Nimm eine Schachtel. Nimm auch etwas Deko. Lege sie hinein. Schneide den Stoff zu. Die Decke sind fertig. Lege sie zusammen. Dekoriere sie mit Kunstleder. Was soll ich ins Krankenhaus mitnehmen? Na, na, na. Was brauche ich? Ich weiß es nicht. Ist das hier brauchbar? Okay, ein Plattenspieler. Und eine Blume. Ein Hahn. Den darf ich doch nicht vergessen. Nichts passt. Fast. Hast du gepackt? Ich habe meinen Koffer vergessen. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, ich nehme nur die wichtigsten Sachen mit. Meine Wischtücher und mein Antiseptikum. Wir müssen los. Angst hat fast alles mitgenommen. Nimm meine Baby-LOL. Packe sie aus. Ziehe die Windel an. Such dir eine Farbe aus. Rot. Zeichne ein Gesicht. Wir brauchen weiße Zähne. Was soll ich nehmen? Befestige einen Pferdeschwanz. Schneide die Enden ab. Kleine Angst. Und die zwei anderen. Komm rein. Nein, es ist dreckig. Na komm. Und was machen wir jetzt mit dir? Alles sorgfältig waschen. Mit Antiseptikum. Miss Cleaner, warum hast du mich gerufen? Die Patientin sagt, dass das Zimmer schmutzig ist. Hey. Was? Du bist aber frech. Erledigt. So ist es besser. Was für ein süßes Baby. Sieht genauso aus wie ich. Angst hat jetzt auch eine Tochter. Und hier kommt Freudes Baby. Happy, mein Baby. 1, 2, 3. Schnapp dir ein paar bunte Strasssteine. Nimm einen Strohhalm. Lege ihn oben drauf. Schneide den Ausdruck aus. Und setze ihn zusammen. Male die Unterseite an. Ein Babyfon ist fertig. Wir sind zu Hause. Schlafenszeit. Was ist denn los mit dir? Soll ich ein Kopfkissen holen? Spielen! Baby, geh schlafen. Sie kann nicht stillhalten. Warum bist du nicht im Bett? Ich kann sie nicht die ganze Zeit halten. Ich muss etwas bestellen. Lieferung! Es ist ein Babyfon. Wir werden die Kameras hier anbringen. Jetzt kann ich alles sehen und hören. Was ist das? Sie sind überall. Ah, ich sollte lieber schlafen. Wie geht es meinem kleinen Mädchen? Sie schläft wie ein Engel. Es hat geklappt. Nimm einen Korken. Bringe ihn in Form. Bemale den Draht. Schnapp dir die Fäden. Du brauchst rosa Wolle.
Mache eine Jacke. Schmücke sie mit deiner Fliege. Ein fröhliches Lächeln. Bingo Bongo ist fertig. Freude und ihr Baby gehen in den Spielzeugladen. Schatz, was willst du? Hi. Wir haben eine große Auswahl. Schau mal, gefällt dir etwas? Wie findest du das? Schau mal, gefällt dir etwas davon? Welches Spielzeug soll ich wählen? Schreib es in die Kommentare. Ich will einen Elefanten. Oh, okay. Nimm ihn. Yay. Bye. Es hat geregnet. Oh, Bingo Bongo ist in den Schlamm gefallen. Macht nichts, das kriegen wir schon hin. Na bitte, so gut wie neu. Pfützen machen Spaß. Versuch es. Du machst dich schmutzig. Schlamm ist kein Hindernis für Spaß. Nimm einen Deckel. Zeichne die Linien auf. Füge ein Visier hinzu. Klebe ein Band auf. Verwandle sie in eine Brille. Geschafft! Hallo alle zusammen. Willst du mit den Kindern spielen? Geh in den Sandkasten. Nein, das ist so gefährlich. Auf einem Trampolin kann man sich leicht verletzen. Der Ball könnte dich am Kopf treffen. Hunde beißen. Warum sind sie so unvorsichtig? Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Stimmt, eine Schutzausrüstung. Was für ein Outfit. Oh, Mom kann aufatmen. Und das Baby kann Spaß haben. Seid vorsichtig mit dem Ball. Tor! Oh, Kinder! Rettet das Baby! Können wir noch ein bisschen spielen? Nein, wir gehen. Der Spielplatz ist zu gefährlich. Besorge etwas Schleim. Mache den Deckel auf und gieße den Inhalt aus. Schneide ein Loch hinein. Füge den Deckel hinzu. Und das Logo. Kein Müll. Was riecht denn hier so? Das ist eine Windel. Was soll ich tun? Wir müssen sie wechseln. Aber das kann ich nicht. Ich werde dir helfen. Nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Oh, ist das eklig. Für so einen Fall braucht man besonderen Schutz. Komm her. So ist's gut. Schmeiß das in den Müll und gut verschließen. Holen wir uns eine frische Windel. Das war's. Du bist sauber. Mein Mädchen. Puh, ich hab's geschafft. Mom, ich muss schon wieder pinkeln. Was werden wir brauchen? Das nicht. Gut, nimm diese Schachtel. Ein Stück Schaumgummi. Schneide den Deckel ab. Schneide die Spitze des Strohhalms ab. Setze die Kappe ein. Da ist ein schönes Fernglas. Hallo. Hi. Hi. Kannst du auf die Kinder aufpassen? Danke und bye. Bleibt ruhig. Nur eine Sekunde. Wie geht es meinem kleinen Mädchen? Ich muss nach ihr sehen. Oh nein. Sie fällt gleich runter. Oh, mein Baby. Ich muss sie retten. Puppentheater. So, setz dich hier hin. Es wird eine Aufführung geben. Oh, komm schon. Wir haben noch viel zu tun. Nur einen Moment. Ich schau mal nach. Ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich auch. Wir sind so glücklich. Sie erwarten ein Baby. Ich kann es kaum erwarten, ein Baby zu bekommen. Ich will ein Dad sein. Das lang ersehnte Neugeborene. Babyangst ist so süß. Ein neuer Look ist nötig. Zeit, erwachsen zu werden. Ich bin schmutzig geworden. Ist schon okay. Male die Augen an. Füge Highlights hinzu. Und etwas Rouge. Ich bin so hübsch. Aber meine Haare sind noch nicht so gut. Lass ihr Haar herunter.
Kann ich ein neues Outfit bekommen? Yes. Gefällt dir der Pullover? Er ist zu langweilig. Male Streifen und benutze Acrylfarbe. Probier's an. Und jetzt der Rock. Nice. Weiße Socken. Schicke Stiefel. Lackiere sie. Der Look ist perfekt. Danke, Lalilu. Hey, was ist das für ein Lärm? Mut und Freude haben sich getrennt. Geh weg, wir sind nicht mehr zusammen. Mom, Dad. Bei dich. Mom, wirst du mich vermissen? Like, damit sich die Eltern schneller versöhnen können. Mom liebt dich. Auf Wiedersehen. Dad und Tochter sind allein. Dad, sind wir jetzt nur noch zu zweit? Alles wird gut. Neue Mom, neuer Look. Oh, ich bin noch nicht fertig. Mehr Grün. Etwas mehr Lippenstift. Lange Wimpern. Was soll ich nehmen? Vielleicht Grün? Wir wussten es. Du brauchst eine modische Frisur. Nice. Nimm ein Stück Stoff. Das ist ein schöner Rock. Zieh die Leggings an. Und eine Schleife. Mal ein Muster in Blumenoptik. Der Look ist fertig. Ekel, was meinst du? Nicht übel. Danke. Du siehst toll aus. Gehen wir zu meiner Tochter. Schatz, das ist deine neue Mom. Huh? Hey. Hi. Das wird hier sein. Das ist besser. Was für ein Chaos. Kleine, räum sofort auf. Okay, sofort. Ich werde hier aufräumen. Und hier. Angst strengt sich sehr an. Das ist besser. Hol mir einen Kaffee. Hier, bitte. Ich habe ihn selbst gemacht. Klingt, als wäre die Kleine sehr nervös. Oh nein, das ganze Kleid ist schmutzig. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, mein Lieblingsspielzeug. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Niemand hat das Recht, sich auf Fluffy zu setzen. Mein armes Baby. Ich habe eine Idee. Finde einen Behälter. Nimm etwas Kleber. Und noch etwas mehr. Ein paar Tropfen Farbe. Misch sie mit einem Stäbchen. Geh in unser Labor. Es ist Zeit für Magie. Füge die Wunderzutat hinzu. Vermisch es. Schleim. Streue etwas Glitzer darüber. Und noch einmal. Und nochmal. Das ist viel Glitzer. Knete es mit deinen Fingern. Benutze verschiedene Farben. Es ist so dehnbar. Fülle etwas davon in den Behälter. Befestige die Aufkleber auf den Deckeln. Wir haben das toll gemacht. Ich werde ihr Schleim geben. In der Tasche. Und im Schrank. Und in der Kosmetik. Oh, das wird ein Spaß. Fluffy, versteck dich. Wo ist mein Smartphone? Hm. Ew. Was ist das? Ew. Eklig. Oh, no. Das ist überall. Ich schaff das nicht mehr. Was ist in dem Behälter? Wow. Nimm den Behälter. Leere ihn. Benutze Acrylfarbe. Trage eine dicke Schicht auf. Füge auch die Riemen hinzu und ein Griff. Dekoriere ihn mit Aufklebern. Der Koffer ist fertig. Fülle ihn mit Süßigkeiten. Er lässt sich kaum schließen. Pink, grün, orange, gelb, rot. Zähle, wie viele Koffer es gibt. Richtig, 5. Lass uns den Koffer aufstellen. Was habe ich hier? Ein Spielzeugkoffer. Komm schon, geh zu, meine Schätze. Angst mag es, sich einzudecken. So, das sind meine Koffer. Ich habe Hunger. Hey, Kleine, mach sauber. Komm schon, beeil dich. Ew. Spielzeug ist Müll. Süßigkeiten.
Ekel hat einen guten Appetit. Die gehören mir. Nein, wie konntest du nur? Es ist nichts mehr da. Ich kann nicht mehr. Ich will weg. Nimm mein Deckel. Schneide den Boden ab. Jetzt ist der grün. Wunderschön. Wickel Filz um die Knie und die Ellbogen. Schnapp dir etwas Fimo. Forme die Polster. Jetzt bist du reisefertig. Thanks. Achtung. Fang. Du bist es. Angst hat ihre Mom vermisst. Ja, wir sind wieder zusammen. Nimm Fluffy. Guck mal, Mom und Tochter haben sich so viel zu erzählen. Möchtest du einen Snack? Lecker. Das ist für dich. Ein neuer Freund für dein Fluffy. Was für ein schöner Tag. Schätzchen, wo bist du? Geh jetzt nach Hause. Ja, Dad. Hier ist etwas Geld für dich. Danke, Mom. Bis später. Nimm etwas Fimo. Forme eine Kugel. Forme Beine, Ohren und Augen. Mach einen Schlitz. Backe es kurz im Ofen. Fertig. Male die Augen. Jetzt ist das Ersparte sicher. Lass es uns auf den Tisch stellen. So cool. Ich werde das Geschenk für meine Mom verstecken. Ich habe viel Geld. Das ist unglaublich. Mehr als ich habe. Oh, Schatz, ich habe dich so vermisst. Wirklich? Klar. Lass uns einen Haufen Spielzeug für dich kaufen. Na gut, gehen wir zum Laden. Such dir aus, was du willst. Ich will diese Puppen. Schöne Handtasche. Das reicht. Ich kaufe alles. Hier ist das Geld. Ist das eine neue Tasche? Wo ist mein Sparschwein? Ekel hat bereits bezahlt. Nein, wie konntest du nur? Reg dich nicht auf. Hier ist dein Mathebuch. Arme Angst. Das ist nicht fair. Was ist in der Schachtel? Nein. Nein. Ja. Nimm ein Stück Draht. Verdrehe ihn. Forme eine Silhouette. Der Körper ist fertig. Füge einen Kopf hinzu. Ohren und deine Bommel. Was für ein Fell. Süße Katze. Die Katze will spielen. Hier gibt es ein ganzes Königreich voller Katzenbabys. Die Stiefmam hat gesagt, ich soll alles rausnehmen. Wer miaut denn da? Was für eine Überraschung. Ich nehme dich mit nach Hause. Das Kätzchen wird bei uns leben. Bleib hier. Die Katze will ihre Krallen schärfen. Oh nein, das ist das Kleid von Ekel. Das ist mein Lieblingskleid. Husch, es ist total zerrissen. Kaputt. Kitty will es wieder gut machen. Verschwinde. Schatz, was ist denn los? Ich bin total verkratzt. Flö, wir müssen sie loswerden. Dad, hier, das Spray. Ich kümmere mich darum. Nimm ein Stück Kunstleder. Nähe es zusammen. Noch ein Stück. Der Handschuh ist fertig. Was ist mit dem Ball? Bedecke die Perle mit Acryl. Mache Muster mit deinem Feinpinsel. Hier bitte. Wir können Baseball spielen. Also gut. Wer wirft? Nimm den Ball. Okay. Alles klar. Mach dich bereit zum Fangen. Ich werfe. Hab ihn. Sehr schön. Mom ist da. Fang. Voll auf den Kopf. Freude, bist du das? Tut es weh? Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Kommen die Eltern wieder zusammen? Nimm einige Holzstäbchen. Lege sie zusammen. Entferne den Überschuss. Spanne die Leinwand. Lege sie auf eine Staffelei. Schneide die Strohhalmstücke ab und fülle sie mit Farbe. Setze den Deckel auf. Das Malset ist fertig. Ekel kennt die Neuigkeiten noch nicht.
Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Wer ist das? Sie geht. Auf Wiedersehen, Ekel. Wir sind so glücklich. Lasst uns zusammen malen. Male deine Hände an. Farbige Handflächen. Lass sie uns auf die Leinwand bringen. Wir hinterlassen eine Signatur. Und das hier muss weg. Schon viel besser. Endlich ist die Familie wieder zusammen. Wow, eine Zauberkugel. Wen werden wir damit erschaffen? Es ist klar. Freude. Färbe die Haare. Male die Augen. Benutze einen blauen Stift. Labrakadabra. Vergiss den Namen nicht. Hi alle zusammen. Hier ist ein Geschenk für dich. Zähle und schreibe in die Kommentare, wie viele Ballons ich habe. Genau, 6. Wow, was für Ballons. Ich will auch einen. Hier hast du einen. Los, wir spielen Fang. Schneller. Steh auf. Ich helfe dir. Die Kinder haben so viel Spaß mit Freude. Oh, wer kommt denn da? Aus dem Weg! Hallo? Wer bist du? Schau dir all diese Ballons an. Ich werde sie kaputt machen. Wow, was ist das? Ja, Konfetti! Nimm die Schachtel. Nimm auch bunte Stäbchen. Schneide ein Stück ab. Fülle alle Ränder. Dekoriere mit Blumen. Nimm kinetischen Sand. Und fülle den Sandkasten. Der Sandkasten ist fertig. Ihr könnt spielen gehen. Kinder lieben Sand. Fülle es in meine Form. Okay. Gern geschehen. Es macht so viel Spaß, zusammen zu spielen. Was machst du hier? Ich spiele jetzt alleine. Wut hat alle weggescheucht. Der Sandkasten gehört mir. Ich kann tun, was ich will. Darf ich mitspielen? Du darfst. Sieht so aus, als würde Wut Freude mögen. Stimmt. Ich habe eine Idee. Lass uns Schlösser bauen. Freude hat viel besser abgeschnitten. Ah, nimm das. Du zitterst ja. Entspann dich. Ach, wirklich? Wut und Freude haben Spaß zusammen. Nimm eine Puppe. Bedecke die Augen mit Acryl. Jetzt die Augenbrauen. Benutze Pastellfarben. Setze die Kappe auf. Und befestige ein paar Strähnen. Toll! Schneide die Haare. Was für ein lustiger Haarschnitt. Es ist Zeit, sich zu verkleiden. Das passt. Freude, es ist Zeit, sich anzuziehen. Hier bitte. Der Look ist fast fertig. Schneide die Spitze ab. Nur noch ein Rucksack. Freude ist bereit für die Schule. Danke, Lalilu. Ich bin so aufgeregt. Das ist das neue Mädchen Freude. Hallo. Sie ist es. Hi, Wut. Ich setze mich hier hin. Aber hier steht mein Rucksack. Ich setze mich zu dir. Dein Rucksack muss weg. Wie würde dir das gefallen? Wir können anfangen. Es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Kinder, lasst uns die Aufgabe lösen. Was ergibt 3 plus 2? Schreibe die Antwort in die Kommentare. Ich weiß es. Darf ich an die Tafel? Oh, Kaugummi. Das geschieht dir recht. Oh, wie gemein. Gut, kann ich deinen Rucksack haben? Öffne ihn. Nimm die Kapsel. Mache ein Loch. Schneide ein Stück ab. Feile den Rand. Füge den Abzug hinzu. Klebe den Ring an. Jetzt die Zahnstocher. Schneide die Spitze ab. Eine furchterregende Waffe.
Ich muss sie zurücklegen. Wut geht zu seinem Spind. Meine Traumfrau, warum bin ich nicht so mutig? Zeit für etwas Spaß. Wo ist meine Lieblingswaffe? Haha, hier ist sie. Pass auf. Zielen. Wupp. Ja. Oh, sei vorsichtig. Oh, da ist die Rektorin. Wut, du schon wieder? Mach sofort sauber. Hier ist ein Eimer für dich. Besen und dein Mob. Ich will aber nicht. Freude, sei vorsichtig. Es ist rutschig. Ich hab dich. Danke. Gern geschehen. Ich helfe dir. So ist es richtig. Kein Schmutz mehr. Mit deinem Freund geht das Putzen schneller. Und es macht mehr Spaß. Oh, das ist also Liebe? Er ist so süß. Mein Schatz. Was für ein schönes Paar. Nimm ein Wasserröhrchen. Benutze rote Acrylfarbe. Nimm danach Legosteine. Befestige eins am Röhrchen. Füge ein Stück Filz hinzu. Schnapp die alte Kopfhörer. Stecke das Kabel in das Loch. Und auch die Anweisungen nicht vergessen. Im Notfall verwenden. Freude möchte mit Wut ausgehen. Sie ist spät dran. Na, wo ist sie? Ich werde wütend. Hier bin ich. Ich habe eine Überraschung für dich. Leg dir die Augenbinde an. Ich kann nicht sehen. Komm mit. Du kannst gucken. Ein Date im Kino. Ich habe die Tickets schon gekauft. Ich will Popcorn. Die Schlange ist so lang. Einmal Popcorn, bitte. Oh nein, es gibt immer weniger davon. Wir nehmen auch Popcorn. Sorry, wir haben keins mehr. Was? Ich will Popcorn! Feuer! Ihr müsst es sofort löschen! Ah! Es ist gegen die Regeln im Kino, in Flammen aufzugehen. Das war's, Schatz. Ich wisch alles ab. Wir entschuldigen uns. Hier ist ein Korb mit Süßigkeiten für euch. Danke, mein Schatz. Nichts kann das Date unterbrechen. Es ist Zeit, die Frage zu stellen. Kombiniere die Elemente. Füge einen Schnabel hinzu. Bedecke alles mit weißer Acrylfarbe. Die Hochzeitstauben sind fertig. Willst du mich heiraten? Flieg zu Wut. Ich bin fast fertig. Oh, no. Noch nicht. Husch, husch. Hallo, Schatz, setz dich. Hi. Das ist Sebastian. Er wird für uns spielen. Wow. Oh, wie romantisch. Sebastian gibt sein Bestes. Geht das bitte etwas leiser? Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Ah, es ist zu laut. Dann spiele ich eben Gitarre. Geh weg. Schatz, pst, beruhige dich. Jeder kann einem Musiker wehtun. Sorry, Schatz, es ist noch nicht vorbei. Ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Oh, was für eine Überraschung. Yes! Ja, ich will. Zeit, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Lalilu, hilfst du mir mit dem Kleid? Klar, Freude. Thanks. Schneide die Stücke aus. Nähe an der Maschine. Probiere das Kleid an. Binde die Schärpe um. Blaue Blumen. Sammle die Perlen. Und dein Kranz im Haar. Wo ist mein Brautstrauß? Hier, Braut. Wow. Die riechen so gut. Schlicht und elegant. Ich führe dich zum Altar. Oh, okay. Freude ist eine glückliche Braut. Nur Eke ist wie immer unglücklich. Oh. Ah, meine Schöne. Das Kleid ist gar nicht schön. Wir können anfangen. Der Musiker ist wieder da. Schatz,
Beruhige dich. Okay. Möchtet ihr Mann und Frau werden? Yes. Yes. Ich zeig's dir. Oh, jetzt wird's interessant. Ich bin müde. Entschuldigung, das ist für euch. Wow. Mir wird schlecht. Zeit, den Brautstrauß zu werfen. 1, 2, 3. Hast du heute Abend Zeit? Und ein Gruppenfoto zur Erinnerung. Was haben wir in unserem Koffer? Nimm ein Detail. Befestige ihn oben. Entferne den Überschuss. Klebe den Griff an. Wir können ein Smoothie machen. Freude braucht Vitamine. Pizza. Ich habe etwas Leckeres mitgebracht. Was hast du da? Pizza. Willst du auch was? Du brauchst gesundes Essen. Ich mache ein Smoothie. Zwiebeln, Käse, Banane und Pizza. Ist das eklig. Lecker. Das sieht köstlich aus. Probier mal. Das riecht so gut. Komm schon, du musst das einfach probieren. Ich muss hier raus. Was ist denn mit dir los? Wow, wer ist denn da drin? Es ist Baby Mini. Bedecke die Haare mit Acryl. Hier ist ein Teddybär für dich. Oh, du bist schwer zu beruhigen. Hier ist der Schnuller. Leg ihn in den Umschlag. Und hier kommt die andere Schwester. Beeilung, Doktor, es ist Zeit. Ein Moment. Wie geht es dir? Gut, aber das Baby kommt. Ein Moment. Wo geht sie hin? Wir gehen in den Kreissaal. Okay. Die Familie wird Zuwachs bekommen. Oh, das dauert so lange. Wann ist es endlich vorbei? Glückwunsch. Hier ist dein Baby. Hurra. Gucci-Gu, meine Kleine. Schlaf jetzt. Hier kommt das Zweite. Zwei? Süß. Darf ich sie halten? Und dein drittes Baby. Was? Drei? Ihr seht euch nicht ähnlich. Da stimmt was nicht. Freude kommt. Oh, unsere süßen Babys. Das sind unsere Zwillinge. Glückwunsch zu euren Neugeborenen. Thank you.